Moin miteinander und herzlich willkommen zu... Oh, ich muss mich gerade mal wieder anders hinsetzen. Moin miteinander und herzlich willkommen zu Pokémon Silberne Edition. Na, das war ja mal ein toller Einstieg. Wir sind auf der Miltank-Farm, haben beim letzten Mal extrem viel geschafft, haben unser Team ein bisschen durchgetauscht. Wir haben jetzt Julia und Julinchen dabei. Willkommen im Team, ihr beiden. Und der Rest wird wahrscheinlich auch noch im Laufe der Zeit einmal durchgetauscht werden. Aber dadurch, dass wir nicht genug Pokémon dabei haben, müssen wir den Tausch halt ein wenig per Staffel machen. So, Ich würde sagen, wir machen mal Lighty nach hinten. Der hat extrem gelevelt in der letzten Arena. Jule und Julinchen kommen mal nach vorne. Ja, so, wunderbar nach Level sortiert. Und wisst ihr, was wir jetzt tun? Ganz genau. Habe ich mal die Stärke schon geholt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, habe ich mir schon geholt. Sehr gut. Wir werden jetzt das erste Mal in diesem Spiel Surfer nutzen. Gucken wir erst nochmal, ob hier irgendwo ein Trainer ist, der mit uns kämpfen. Und da ist tatsächlich jemand. Die Steine können wir kaputt machen, wenn wir Zertrümmerer haben. Aber Zertrümmerer haben wir eben noch nicht. Was cool ist, oder was sehr offensichtlich ist, die ganzen, gegen die wir jetzt gleich kämpfen werden, sind Wasser-Pokémon. Das heißt, Lighty und Andy sind wohl jetzt, im Nachteil, wollen wir es mal vorsichtig formulieren. Anemonia City liegt jenseits des Meeres. Du willst doch nicht kämpfen. Ja, genau, Anemonia City, da wollen wir jetzt hin. Und wir wollen Surfer einsetzen und Robert. Wir sitzen jetzt quasi auf Roberts Rücken, der sich kurzerhand von einem Morlord in ein Lapras verwandelt hat. Das haben Robats so an sich. Und hier haben wir ein wunderbares Tentacha-Gift-Pokémon. Toll. Nicht. Aber Julia ist zum Glück schnell genug. Und ich würde sagen, wir kämpfen mal gegen unseren ersten Schwimmer. Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Ich gehe gar nicht schwimmen. Ich sitze auf dem Rücken von Robert und lasse mich durch die Gegend tragen, denn ich bin ein alter Proll und muss nicht selber schwimmen. Und ich hasse Tentacha, weil Tentacha extrem viel mit Verwirrung und Gift arbeitet. Wir probieren es einfach mal. Also Jule ist auf jeden Fall schneller, aber sie ist sowieso schneller als vieles. Nur leider nicht giftresistent und das kriegen wir noch nicht zu spüren. Zaltag ist übrigens eine coole Attacke, da kann man nach dem Kampf Geld mit aufheben. Also falls man zu wenig Geld hat, boah, das ist ja überhaupt kein Schaden. Meine Güte, Jule, was ist los mit dir? Du bist doch ein Level höher. Ja, jetzt das noch knapp 10 Mal und, ne. Na gut, lass dich halt vergiften. Wow, du bist Giftresistenz, würde ich mal sagen. Giftresistent. Und ja, das ist... wie ich ihn einfach mal mit dieser total miserabel schlechten Attacke besiege. Ist schon beeindruckend. Und Jule ist immer noch nicht vergiftet. Ich weiß nicht, wie sie es macht. Hat wahrscheinlich heute Morgen Antibiotikum zum Frühstück gefuttert. Macht man manchmal, wenn man ein Mauzi ist. So, das nächste Tentacha. Und jetzt zeige ich euch mal, wie geil es ist, eine Pflanze auf Wasser zu sein. Denn ich habe eigentlich keine Lust, nochmal so einen ewig langen Kampf zu machen. Und unser guter Dodo macht das mal. Es ist ja Gift. Mir ist gerade eingefallen, dass es ein Wassergift-Pokémon ist und deswegen mein Rankenhieb gar nicht so viel bringt, wie er sollte. Naja, gut. Dann zerschneiden wir unser Tentacha eben in der Mitte. Das Gute daran ist, Dodo kann nicht vergiftet werden, weil selbst Pflanze Gift. Und das war's mit dem ersten Schwimmer unseres ganzen Playthroughs. Yippie! Ich würde sagen, easy. Grigori, hat er mich gerade Onkel genannt? Ich will's ja mal nicht hoffen hier. Ich bin von niemandes Onkel. Okay, wir haben bestimmt einen Supertrank dabei. Ich frage mich gerade, auf welchem Level sich Jule entwickelt. War's 25? Ich bin mir nicht ganz sicher. Julinchen kümmert sich mal um den nächsten. Und ich sollte eindeutig Schutz aktivieren, weil das... Wow! Willkommen, Tentoxa, die Entwicklung von Tentacha. Und ich hoffe mal, Julinchen ist schnell genug, ist sie nicht.
Schneller, schneller, schneller. Gut. Wie ihr merkt, ich möchte weder Tentacha noch Tentoxa fangen und ich guck mal in den Pokécom, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Nein, ich guck natürlich, ob ich Schutz habe. Und ich habe Schutz, aber es hält nur schwache Pokémon ab. Das heißt, Tentoxa sehen wir wohl öfter mal wieder. Hallo. Ich habe keine Schwimmreifen, ich halte mich an ein Wasser-Pokémon fest. Ja, kenne ich irgendwoher. Kommt mir bekannt vor und ich hoffe, wir schaffen es in dieser Folge nach Anemonia City, weil Anemonia City extrem weit weg ist. Julinchen. Wow, Turbodreher ist eine blöde Attacke, weil Prio, aber nicht besonders stark. Ja, ist okay. Bumm. Ich habe immer früher gedacht, das wäre der Kopf von Rothod, aber das ist quasi ganz Rothod. Das da unten ist nicht der Hals, das sind die Füße. Oder der eine Fuß, den man sieht. Also Rothod hat eigentlich zwei Füße, aber einen Fuß sieht man nie. Weil der, glaube ich, ist der versteckt oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht wie so ein Flamingo die ganze Zeit auf einem Bein stehend oder so. Ich bin aber jetzt nicht so bewandert in Rotologie. Ja. Ja. Todo ist nämlich... kann auch ein bisschen Level gebrauchen. Und, mir fällt gerade ein, dass ich für die Arena auf Anemonia City ganz, ganz dringend Julinchen brauche. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit es ein bisschen fixer geht. Oh. Das wäre so ein schönes Level gewesen. Tja, solltest du dich mit deinem Pokémon nicht so viel reden, meine Liebe. Ja, ihr denkt euch bestimmt, der Lupus hat überhaupt keine Ahnung, wo er hinschwimmt, aber das ist nur halb richtig. Ich weiß, dass ich nach links muss. Unten links. Das ist mein Ziel. My Destination. Und this Trip. Boah, das hat aber gedauert, oder? Das Wasser ist schön warm. Ich hab nämlich reingepinkelt. Ich bin also locker und gelenk. Natürlich trete ich gegen dich an. Okay. Solange er nicht auch noch anfängt, Blubberblasen ins Wasser zu machen, bin ich... Nee, ich bin nicht zufrieden. Ich finde das eigentlich ziemlich eklig, was ich gerade denke. Aber ist egal. Lassen wir dies und widmen wir uns diesem Pokémon-Kampf. Hypnose ist vielleicht ganz cool. Au. 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 Da wäre nicht mal ein Volltreffer nötig gewesen. Danke, Julinchen, für... Todo rette das mal. Aurora Strahl ist übrigens eine Eisattacke und eine gar nicht mal so schwache, wie ihr gerade gemerkt habt. Und Eis und Flug verträgt sich nicht so. Ja, hier, Robert, komm. So, und jetzt kommt ein Mysterium der Pokémon-Kämpferei. Wie kann bitte schön Robert hier im Kampf kämpfen, wenn ich eigentlich auf ihm drauf sitze? Das ist eine Frage, vor der ich eigentlich immer stehe, aber die mir keiner beantworten kann. Also vielleicht sitze ich ja quasi auf Robert drauf, während ich gegen Tentacha kämpfe. Das heißt, ich kriege jetzt auch volle Kanne die Umklammerung ab. Das wäre natürlich bitter. Ne? Würde auf jeden Fall wehtun. So, ich habe das gemacht, weil Umklammerung keinen Schaden macht und der jetzt nichts anderes machen kann als Umklammerung. Aber ich auch nicht angreifen kann, von daher war es egal, ob ich angreife und so oder eben nicht. Und naja, ihr wisst, was ich meine. Und der physische Angriff ist extrem krass. Wie immer. Oh, Tentoxa. Wir probieren es nochmal mit Julinchen oder... Nö, wir lassen Robert drin. Und slammen nochmal. Diese blöde Umklammerung. Ja, ist ja gut. Achso, ich habe einen Tipp aus den Kommentaren. Und zwar sollte ich Robert eine andere Attacke beibringen. Ich habe gerade nur vergessen, welche es war. Irgendeine, die physisch ist und deswegen dann auch Schaden machen dürfte. Ich habe es aber echt vergessen. Was sollte ich denn beibringen? Ich meine aber, dass ich die Attacke dabei hatte. Bubble! Ha, wie lustig. In der Schulzeit hatte ich einen polnischen Austauschschüler, der hieß auch Pavel. Naja.
So, Schaufler soll ich ihm beibringen. Genau, das war's. Ich glaube, das hat sogar Robert in den Kommentaren gesagt, ich soll Robert Schaufler beibringen. Weil Schaufler eigentlich eine ziemlich gute Attacke ist. Vor allem hatte Robert da mal eine Bodenattacke. Und das wäre ja natürlich auch nicht verkehrt. So. Ihr fragt euch bestimmt, warum hat er nicht Aquaknarre vergessen lassen? Das ist richtig, weil man braucht eigentlich nur eine Wasserattacke. Das Ding ist nur, ich benutze Amnesie sowieso nie. Es hat sich gereimt. Und von daher brauche ich es auch nicht dabei behalten. Meine Erkundungsweise, ich lese schon gar nicht mehr vor, was die Leute zu sagen haben. Aber die hat etwas über die Strudelinseln erzählt und deswegen kann ich euch einfach etwas über die Strudelinseln erzählen. Auf den Strudelinseln befindet sich, wenn man Whirlpool, die VM bekommt, die man eher am Ende bekommt, ein kleiner Geheimgang und dann kann man sich durch ein Labyrinth fuchsen und das hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Und das dafür viel zu viel. Schläfern wir dich doch einfach mal ein. Dann kann Julinchen in Ruhe dich im Schlaf töten. Ja. Strudelinseln wollte ich fast zu sagen. Und zwar Lugia wohnt auf den Strudelinseln. Das ist eins von zwei legendären Vogel-Pokémon, die jetzt neu, Anführungszeichen, mit dieser Generation reingekommen sind. Vorher gab es ja nur Arctos, Zapdos und Lavados. Und nun gibt es auch noch Lugia und Ho-Oh, zumindest in Silber und Gold. Es gibt wahrscheinlich jetzt schon zigtausend andere, aber jetzt waren es halt nur fünf. So. Zur Zeiten meiner Kindheit und der silbernen Edition. Und in der silbernen Edition kann man Lugia als erstes fangen. Und das befindet sich eben hier auf Level 40, wenn ich mich nicht irre. Und das ist gar nicht so leicht zu fangen, aber ist machbar. Ich überlege auch, ob ich Lugia fange und Ho-Oh, ich weiß es aber noch nicht genau. I don't know, I don't really know. Dieses Goldini hat extremen Widerstand und möchte einfach nicht schlafen. So, zu viel Kaffee getrunken heute Morgen hier. Will einfach nicht einschlafen. So, Schnabel. Halt den Schnabel, Goldini. Goldini ist übrigens ein Wasser-Pokémon, was auch Schnabel einsetzen kann, also eine Flugattacke. Wobei ich mich immer frage, wie das Goldini macht. Meine Güte, was hat die denn für Hummel im Hintern? Dass sie nicht einfach mal schlafen bleiben kann, ne? Hier, Todo. Mein Joker! Mein Joker, Todo. Da sehen wir es. Und es macht viel Schaden, aber da Gift mit drin ist, ist okay. Ist jetzt nicht so extrem, aber das hier macht mehr Schaden, deswegen war es das wert, würde ich sagen. Level 22 und versucht Reflektor. Och, Manjolinchen. Habe ich irgendwas, was nicht noch weniger brauche als Reflektor? Gesichte. Mit Gesichte kann man, glaube ich, Geist-Pokémon ankämpfen. Wenn ich mich erwischen, wenn ich mich an das richtig erinnere, was ihr mir das letzte Mal auf Gesichte in die Kommentare geschrieben habt. Aber ich glaube, ich erinnere mich richtig. Oh, ist das hässlich. Meine Güte. Das ist übrigens die Entwicklung von Goldini. Lässt sich jetzt drüber streiten, ob das eine Verbesserung ist oder eine Verschlechterung. Ich tendiere eher zu letzteren. Das war übrigens Absicht. Ach, hat nicht mal das. Okay. Ich wollte nämlich Julinchen einwechseln, um das Julinchen halt die ganzen Erfahrungen. Aber nee. Jetzt kriegt halt Todo die ganzen Erfahrungen. Ist halt so. Was ist richtig? Julinchen entwickelt sich! Glückwunsch, dein Julinchen wurde zu Noctu. Ja, ein cooles Noctu haben wir jetzt. Ich finde, Noctu sieht auch mal um so vieles geiler aus als Ho-Tot. Wir können uns gleich Noctu nochmal anschauen. Habe ich noch irgendwas? Nee, ein Sonderbonbon wollen wir nicht einsetzen. Sonderbonbon ist ein Instant-Level-Up für die Pokémon. Das ist mal cool, oder? Ich finde, Julinchen sieht jetzt auch so richtig weise, erhaben aus. So halt so ein richtiger Uhu halt jetzt. Da seht ihr übrigens rechts die Strudelinseln, also zumindest ein Teil davon. Wie gesagt, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Und wir dürften in Anemonia City angekommen sein. Das ist okay.
Ja, sind wir. Willkommen auf der einsamen Insel Anemonia City, auf der es die einzig scheinbar funktionierende Apotheke zu geben scheint. Was extrem sinnvoll ist, weil ja so viel... Guten Tag! ...hier auf dieser Insel wohnen, ne? Hier ist... Oh, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, er heißt Hartmut Hartwig. Irgendwie sowas. Irgendwas mit H, glaube ich. Trainer? Moment, das schauen wir gleich mal nach. Und der kämpft mit Kampf-Pokémon. Kämpft mit Kampf... Das ist sehr schön. Er heißt... Pokémon Arena Hartwig heißt er. Sprich durch seine Fäuste. Das ist korrekt. Ich glaube, du bist... die geheimnisvolle Apotheke, die überhaupt... Bist du die Apotheke? Du siehst nämlich ein wenig Mafia-mäßig aus. Achso, dem Pokémon, dein Pokémon scheint es nicht gut zu, scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon im Leuchtturm geht es nicht gut? Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. Ich habe einen Geheimtrank bekommen. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur Notfällen an. Also mal ganz ehrlich, das ist der zwielichtigste Apotheker, den ich je gesehen habe. Wir verstellen jetzt mal seinen Sender. Können wir nicht. Oh, wir können Pokémon-Talk hören. Das wollen wir aber gar nicht. Wir gehen mal wieder raus. Denn wir wollen nur den Pokémon-Marsch. Wer bist du? Ich? Ich bin schockiert. Achso, das bist du. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier herein. Er hat mich gezwungen, ihm ein preisgekröntes Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eines übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Würdest du auf mein Pokémon aufpassen? Ja. Du hast keinen Platz mehr in deinem Team. Hier würden wir Potrot bekommen. Und Potrot ist ein Gesteins-Pokémon. Also eigentlich die ideale Ersatz... Also was heißt Ersatz? Aber der ideale Switch-Partner für unseren Andy. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir Potrot mit. Einfach nur, weil ich es kann. Pokémon ablegen... Danke, Andi, für deine ganzen treuen... Wir gucken die nochmal an. Deine ganzen treuen Dienste, kurz vor Level 24. Ich würde sagen, wir machen noch die Arena und dann geben wir Andi ab, weil nämlich... Ich meine, auf Level 24, 25 entwickelt er sich. Und wir wollen natürlich lieber einen Georock auf der Bank haben, also quasi ein entwickeltes Kleinstein. Denn ein Kleinstein, so. Deshalb macht man das heute überhaupt noch so? Widerspruch mit denn formulieren? Ich glaube, ich habe zu viel Latein gemacht. Du gibst mir doch sicher eine Angel. Ja, ein Foto? Andi, weil er jetzt bald uns verlassen muss. Kein Foto, schau mal wieder vorbei. Okay. Komisch, dass ich meinen Gameboy-Printer nicht an meinen PC angeschlossen habe. Gucken wir mal, was hier noch ist. Eine Mädels-WG. Lobiana Shitty, hast du auf dem Weg hierher vier Inseln gesehen? Nee, ein Teil. Ich hab gehört, dass sich dort ein mystisches Wesen verstecken. Du bist ein bisschen hinterher. Man sagt auch, dass man nur sehen kann, was man einen Silberflügel hat. Er muss den Geruch dieser Kreatur. Das ist übrigens das Item, was wir noch bekommen, um Lugia anzulocken. Die Strudel sind sicher Kreatur erzeugt. Ja. Gut, hier sind völlig... Ja, völlig geheime Hinweise auf die Strudelinseln. Oh, ich liebe den Sound immer noch. Meine Pokémon, mich verbindet Freundschaft. Dieses Band wird dich zerreißen oder nie zerreißen. Ich hab's wieder mal nicht gelesen. Und Xaver schickt Kikle! Kikle! Ein ziemlich cooles Pokémon mit einem extrem heftig krass hohen Level. Und das ist eine... Das ist eine extrem starke Attacke. Die ist, glaube ich, ein One-Hit-KO, wenn mich nichts irrt. Aber ich bin ja ein Meister der... Autsch, 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 autsch. Ist kein One-Hit-KO, ich habe mich geirrt. Bin natürlich ein Meister des... wie heißt das? Wenn man viel riskiert und alles verliert... Zocker, Gamer? Nee, wie nennt sich das? Na, ist ja auch egal. Naja, Andi, du bist deinem Level up ein bisschen näher. Und Julinchen irgendwie nicht. Autsch, das ist sehr effektiv. Das habe ich nicht gewusst.
Wahrscheinlich ist Intensität jetzt auch noch eine Attacke, die keinen Effekt hat. Das würde mich bei meinem Glück manchmal nicht wundern. Viele Erfahrungspunkte für Andy. Xava wurde besiegt und reicht es schon für ein Level Up? Oh, das ist mies. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Das ist mies, weil ich will eigentlich Julinchen trainieren und niemanden sonst. Und jetzt kann ich das nicht, weil Julinchen besiegt ist. Und Jeff hat wahrscheinlich Nocturne, ja. Habe ich mir fast gedacht. Level 27 ist einfach extrem heftig. Unlicht ist also, das wusste ich nicht mehr, ob es sehr effektiv oder nicht effektiv ist. Es ist nicht effektiv. Damit ist das die dümmste Sache, die ich machen könnte, weiter mit Jule zu kämpfen. Vor allem, ich merke auch gerade, normal gegen Kampf ist sowieso extrem dumm. Puh. Ein Glück haben wir einen Bodentyp in unserem Robot. Und Slam müsste mit physisch viel Schaden... Oh, wir haben ja auch noch... Moment, kommt mal nach vorne. Nein, nicht ganz nach vorne. Wie machen wir es hin? Nach... Hä? Was war das denn? Nein, ich wollte doch keine Aquaknarre machen. Oh, danke, Robert. Das war voll nicht sinnvoll. So wollte ich das machen. So, und jetzt mal Schaufler. Mal gucken, wie viel das abzieht. Du könntest mal nicht so viel treffen. Das wäre super nett von dir, Nocturne. Ich habe das Gefühl, ich werde von denen richtig zerstört. Und Robert nimmt erstmal ein Schlammbad. Und Schaufler macht extrem viel Schaden. Das ist gut, ist es aber auch ein Volltreffer. Naja. Sorry, Robert, aber irgendwie... Hoffe ich mal, dass du triffst. Und du triffst! Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin bezweidruckt von dir. Das ist ein verdientes Level-Up für dich. So, Jeff wurde besiegt und das war nicht so, wie es laufen sollte, weil Julinchen immer noch besiegt ist. Rums. Was machst du eigentlich hier? Die Trainer der Arena sind richtige Schlägertypen. Wenn ich hier rumstehe, schnappen sie mich. Ein Tipp, der Leiter setzt gerne Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Pokémon überraschen. Besiege seine Pokémon, bevor er ihre Kraft einsetzen kann. Die haben ihn rausgeschmissen. Guten Tag! Das würde mir zu denken geben. Ich glaube, ich würde ihn auch rausschmeißen. Das ist ein Typ, der meinen Herausforderern hilft, und zwar jedem Herausforderer, der da reinkommt. Ist nicht, dass seine Tipps irgendwie gut wären oder so, aber... Ne, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht cool. Übrigens, von dieser Dame hier kriegen wir Fliegen. Wenn wir den Arenaleiter besiegt haben. Das ist nämlich die Frau von Hartwig. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Oh, wir müssen Stärke einsetzen. Sehe ich gerade. Ein Glück habe ich bereits Stärke und ein Glück kann ich schon einsetzen. So, bitte nicht so ein hohes Level. Das ist natürlich nicht gut, ist das nicht. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich will auch nicht nochmal auf diese Insel rauf, weil wenn ich hier jetzt weggehe ohne... Oh, komm. Hex mich hier doch weg, du Blödmann. Toll. Toll. Okay. Nee. Ich will jetzt eigentlich niemanden anders einsetzen. Ist doof jetzt. Bin eingeschnappt, merkt ihr es? Wow, ein Stein ist schneller als ein Macho. Och. Danke. Danke, Andy. Dass du ihn gerade so nicht besiegst. Ich wollte gerade schon Finale einsetzen. Nein, aber so fies bin ich nicht. Schaffen wir es, Andy auf Level 25 zu bringen? Ich denke schon. Aber nicht, indem Andy selbst kämpft. Mann, oh Mann, oh Mann. Was sind das hier nur für Pokémon? Die sehen alle so aus. Also wisst, was ich meine. Vielleicht habe ich auch einfach nichts für Bodybuilder übrig. Kann sein. Schaufler! Versteck dich im Schlamm, Robert, und lass dich von niemandem finden. Geowurf tut weh.
Und ouch. Oh, geht aber noch. Schaffler! Robert ist ein bisschen fies und versteckt sich immer im Schlamm. Es ist kein Pokémon, es ist ein Schlammmon. Autsch. Das war, ich dachte schon gerade, wie kann das denn sein? Schafft Andi das mit einer Intensität 10, schafft er es. Nicht, wenn der Typ schneller ist, aber es... Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, ich merke einfach, die zerstören mich hier. Nee. Das Nee hat sich jetzt nicht auf Toto bezogen, also es ist okay, aber es nervt mich einfach, dass die gerade alle... Autsch. Dass die einfach alles kontern. Okay. Also ich denke, die Arena ist noch ein bisschen zu früh für mich. Säure! Ja! Eine Giftattacke! Oh, bitte lernen Säure! Ja, bitte! Ja, natürlich! Giftpuder. Säure! Juhu! Der Peter ist besiegt, der Peter ist besiegt, der Peter ist besiegt. Und ich muss nach jedem Kampf wieder raus aus der Arena. Nee, so kann das nicht weitergehen. Aber ich will auch nicht, guten Tag, wieder zurück. Also ich denke, ich werde gleich mal offscreen ein bisschen Julinchen trainieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder, wenn ich Hartwig einen auf seine Nase gebe. Da muss ich nämlich den Weg zurück nicht mit dem Surfer surfen. Das ist nämlich mal ein bisschen nervig. Gut, dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder und ich werde Julinchen mal ein bisschen nach vorne auf Teamniveau bringen. Bis dahin, ciao!